Hi Nico. Hey Simon, schön, dass du da bist. Das wollte ich dir zeigen. Das hier, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ich glaube nicht ganz. Wir haben ja letztens über Comfortline gesprochen, Zählerschränke. Und das ist der Messwandlerschrank nach FNN-Hinweis. Oh, da bin ich ja genau richtig hier. Denn Messwandlerlösungen sind ein Schlüssel für die Energiewende. Nico, erklär uns doch mal, warum. Ja, die Energiewende ist ein Schlüsselpunkt ja im Endeffekt, über das wir aktuell reden. Und gerade die Beziehung zwischen Energieverbrauch und Energieerzeugung ändert sich stark. Früher waren wir ja reine Energieverbraucher, das heißt, wir haben Energie konsumiert, wie zum Beispiel das Thema Elektroladen. Aber jetzt kommt auch ein neuer Punkt hinzu, das ist nämlich das Thema Erzeugen. Auch hier kommt das Thema der Photovoltaik, das heißt, hast du eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach, brauchst du wahrscheinlich auch wieder eine Messwandlerlösung, weil du die nicht mehr über Direktmessen abbilden kannst. Okay, verstanden soweit. Aber es ist nicht tricky, dass es unterschiedliche Anforderungen an Messwandlerschränke gibt und jeder Energieversorger da so seine eigenen Anschlussbedingungen hat. Ja, genau, Simon. Im Endeffekt gibt es ja in Deutschland über 800 Netzbetreiber, die alle unterschiedliche Anforderungen haben. Jetzt gibt es aber den sogenannten FNN-Hinweis. Dieser FNN-Hinweis wird in die 4100 etabliert werden, voraussichtlich 2025. Und dann haben wir auch standardisierte Mess- und Wandlerlösungen, die dir auch wesentliche Vorteile mitbringen, wie zum Beispiel einheitliche Funktionsflächen oder eine einheitliche Prüfklemme. So musst du dir weniger Gedanken machen. Okay, wow, das hilft schon mal sehr. Aber ist es jetzt nicht so, dass ich mir vorher nicht mehr genau überlegen muss, welchen Messwandlerschrank ich ausgewählt habe? Ja, im Endeffekt ist es so, durch den FNN-Hinweis hast du nicht mehr die große Vielfalt hinten dran. Du hast unterschiedliche Varianten, aber hast du jetzt zum Beispiel eine Variante mit 250 oder 200 Ampere, hast du die von Hamburg bis nach München, kannst du die einsetzen. Okay, top. Ich bin mir sicher, ihr habt da auch ein Software-Tool, das uns vielleicht die Arbeit noch ein bisschen mehr erleichtert. Ja, genau, weil das liegt in uns am Herzen. Wir haben im Endeffekt das Software-Tool Striplan in der Version 5.0. Da kannst du schon jetzt unsere aktuellen Mess- und Wandlerprodukte, die spezifisch auf die Regionalität sind, planen. Und darüber hinaus kannst du eine Wärmeberechnung durchführen, Stromlaufpläne oder auch ganz normal individuell eine Zählanlage planen. Okay, super, Nico. Ich danke dir vielmals für deine Ausführungen. Das klingt alles sehr, sehr durchdacht. Es war schön, dich auf der diesjährigen Light & Building zu sehen und ich hoffe, wir sehen uns auf der nächsten wieder. Gerne. Auch meinerseits, ich wünsche dir weiterhin eine schöne Messe.